Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir haben das letzte Mal einen der Masyaf-Schlüssel gefunden und wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Yusuf, salute. Piri sagte, ihr wärt vielleicht hier. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ich glaube schon. Das ist einer von Altairs Schlüsseln, ein antikes Artefakt. Ah, es gleicht nichts, was ich je sah. Ihr solltet es an einem sicheren Ort bewahren. In eurem Hauptquartier. Sie, werde ich. Also, was führt euch hierher? Ich koordiniere mich mit unseren Verbündeten. Den Dieben im Bazar, den Söldnern beim Arsenal und den Roma im Konstantinbezirk. Ihr überfordert euch, Yusuf. Bitte lasst mich mit den Roma sprechen. Ich hatte noch nicht oft Kontakt mit ihnen in der Vergangenheit. Das würde mich beruhigen. Falls ihr es eilig habt, könnt ihr unser Tunnelnetzwerk benutzen. Die Luft ist etwas stickig da unten, aber die Ratten sind kaum größer als Hunde. Viel Spaß. Grazie. Aber die Ratten sind kaum größer als Hunde, ne? Das ist ja beruhigend. So, dann gucken wir mal, was wir denn so heute alles machen könnten. Die Hauptmission, wo geht die Haupt... Oh, die geht da hinten weiter. Roma Hauptquartier. Da müssen wir uns ein bisschen durch die Dinge, durch die Bezirke durchkämpfen. Und ich würde mal sagen, damit fangen wir jetzt an. Und zwar diese Templerfeste hier hinten. Wo ist die denn da hinten? 300 Meter Entfernung. Okay, dann müssen wir da jetzt erstmal hinlaufen. Ja, wir haben einen der Masyaf-Schlüssel anscheinend gefunden mit einer Karte. Die Karte zeigt an, wo irgendwelche Bücher versteckt sind. Was genau diese Bücher für eine Rolle spielen, weiß ich allerdings noch nicht so genau. Aber sie werden anscheinend irgendeine Rolle spielen. Ich fand auch interessant, dass der sofort zu dieser Sophia da das Vertrauen ja, geschaffen hat. Okay, ein halbes Amphitheater. Oh, scheiße, da ging's runter. Okay. Okay. Ach du Scheiße, da geht's auf einmal runter. So, hoch da. Ja. Merz dich selber aus. Okay, dass der schon mal der Typ nicht ist, das. Zack. Das sollte ja klar sein. Auch der dort unten wird es wahrscheinlich nicht sein. Ah ne, wir müssen ja diese gelben Typen, die so gelb leuchten. Die müssen wir fertig machen. Oh, fuck. Das mit dem Fallschirm war jetzt kleines Versehen. So. Oh, fix. Wo denn? Also, oder wie war das wieder, der Typ da hinten? Aua, hat mich da gerade abgeschossen? Ist er auch da. Oh. So. Ja, ich weiß, dass die Feste hier von Templern kontrolliert wird. Jetzt warte mal. Splitterbombe. Und... Bumm. Was? Was war das denn jetzt? So, jetzt... Alter! 5 Wachen mit einer einzigen Bombe eliminieren. Leck mich am Arsch. Das war effektiv. Ja,
Ich müsste den Tempelhauptmann erstmal identifizieren. Ah. Es sind es zwei anscheinend. Es war äußerst unklug, sich mit den Tempelrittern anzulegen, Assassine. Diese Kinder malen nie wieder auf die Straße. Ich mag es, wenn du deine Augen so aufreißt. Oh, sie sehen grimmig aus. Die hätten sich fast ins Hemd gemacht. Na komm, einer wird doch jetzt wohl diesen Heuhaufen mal durchsuchen. Also nochmal. Ist ja nicht so, als hätte das gerade nicht schon gemacht. Gut, jetzt habe ich bloß noch einen. Na, komm her. So, zack. Die Templer greifen eine ihrer Festen an. Was? Da hinten wird von Templern angegriffen. Ach so, ich kann die wieder verlieren. Ach du Scheiße. Ja, das ist jetzt gerade ziemlich blöd. Weil wegen... Selbsteinnahme. Ne? Aber in dieser Feste da hinten, die angegriffen wird, da ist gar kein Assassine drin. So. Und die haben es gar nicht mitgekriegt, dass ihren Templer-Hauptmann oder ihre beiden Templer-Hauptmänner getötet hat. So. Links hoch. Ich hoffe, die bei unserer Feste können sich verteidigen. Einen Moment bitte. So, anzünden. Oder zumindest das Feuer anzünden. Die Feste selbst nicht unbedingt jetzt. So, synchronisieren wir lieber nochmal. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat schon synchronisiert, als wir das Feuer angezündet haben, aber okay. Lieber einmal zu viel. Kurz mal auf die Karte schauen. Ist der Kampf noch im Gange, oder? Umstrittenes Gebiet. Oh Gott. Ich müsste da mal schnell hin. Hm? Die Frage ist, wie komme ich da nur schnell hin? Da hinten ist ein Tunneleingang. Und wir müssten dann den da hinten nehmen. Okay, schnell jetzt. Ich weiß nicht, ob das auf Zeit geht. Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert. Hey, bist du noch bei Trost? Ja, ja, bin ich. So. Nein. Ja, der große Bazar. Auf geht's. Wir müssen denen helfen. Flinke Wachen können Griffe. Ja, toll. War ausreichend lange angezeigt worden. Dieser Hinweis. Ich persönlich hätte euch nicht besser pflegen können. Hey, hier kommst du mir bekannt vor. Ich muss so meinen Onkel besuchen. Warum ich? Warte mal kurz. Okatara, er entwischt uns. What the fuck? Wie kann ich den denn töten? Außer jetzt mit einem Schuss. Was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Okay. Und kommt dann. Zack. So, ich habe meine Medizin reingepfiffen. Komme ich da rein? In der Defensive. Die Templer versuchen, die Feste zurückzuerobern. Verteidigen sie die Feste und schlagen sie den Angriff zurück. Okay, was kommt jetzt? Die Verteidigung organisieren. Verfügbare Moralpunkte 70. Sie sind Barrikade errichten. Ah, jetzt kommt das Spielchen wieder.
Luftattentäter. Okay. Gegner-Info. Milizseine. Okay. Allein können sie nicht sehr stark, eine große Anzahl können sie sehr lästig werden. Ja, na, Kampf hier schwer Rüstung wieder in Schutz von den meisten Geschossen, außer Schusswaffen. Also Schusswaffen brauchen wir auf jeden Fall. Also sie einen Armbrustschützen, also sie einen Gewehrschützen. Luftattentäter. Sie einen Anführer, Barrikade errichten. Schützen. Ja, okay, was soll ich da jetzt genau machen? Attentäter. Okay, jetzt geht's los, ne? Okay, platziert euch dort. Platziert sie jetzt erstmal hier, einer. Kann ich... Ah, ich kann wechseln, okay. Also sie in Armbrustschützen. Platzieren sich jetzt erstmal welche hier. Verteidigt das für mich. Ihr müsst diese Stellung hier halten. Ja. Oh, 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 es kommen schon wieder welche. Platziert euch da. Dort. Das sind die Gewehrschützen. Platziert euch dort. Hier. Da oben kann noch einer hin. Und da unten stellen wir keinen hin, meine Freunde. Kann es sein, dass sie jetzt gerade die Feste angreifen? Oh ja, das kann sein. Wir brauchen... Erstmal mit Luftattentätern. Okay, noch nicht. Erstmal einen Anführer. Ne, Barrikade wollte ich nicht errichten. Anführer brauche ich. Und zwar da drüben. Verteidigt das für mich. Okay. Das wäre es gewesen mit denen. Platziert euch dort. So. Wir kosten die Moral. Ich müsste eigentlich erstmal wieder eine Barrikade errichten. Hm? Wir kosten die Barrikade 10. So. Ja, die Gewehrschützen sind besser als die normalen. Platziert euch dort. Oh! Einer unserer wurde getötet. So, dann setzen wir hier noch einen hin. Okay, da drüben geht's nicht. Können wir noch einen Anführer irgendwo hin platzieren? Schön, das war der letzte. Können wir noch irgendwo einen Anführer platzieren? Verteidigt das Gebiet! Ja. Schön. Dann setzen wir jetzt noch hier hin. Da können wir hier noch irgendwo einen platzieren. Da hinten gleich. Ihr müsst diese Stellung halten. Da könnten wir theoretisch auch einen hin platzieren, aber... Aber der ist ja eigentlich dann mitten im Nahkampf. So, hier oben noch einmal in manchen. Geht das? Ne, da geht's nicht. Da geht sich nichts mehr. Da geht noch was. Und da hinten, na, komm, hier irgendwo. Platziert euch dort. Da. Verteidigt das Gebiet. Zack, weg ist er. Gleich, gleich, gleich. Nichts mehr. Was habe ich jetzt gerade eigentlich ausgewählt? Gewehrschützen? Nein, ich brauche die Luftattentäter.
Man rennt durch. Scheiße. So. Nein, es wurde einer getroffen. So, ich brauche mal einen Anführer hier. Und dann ein paar Luftattentäter. Wartet dort. Verteidigt das so. Für mich. Ein paar Armbrustschützen. Yes, das waren sie. Und mal einen Gewehrschützen. Irgendwo ist ja einer. Ihr müsst diese Stellung. Da sind sogar mehrere draufgegangen. Okay. Jetzt wird's lustig. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Ich bräuchte jetzt nur eine zweite Barrikade. Scheißdreck. Platziert euch dort. Ah, ich habe keine Moral mehr. Kann mich bitte irgendjemand kaputt machen, schnell? Oh, scheiße. Dort. Sehen. Oh, fix. Das wird knapp. Das wird richtig knapp mit der Feste. Yes, wir haben sie zerstört. Yes. Okay, das war's. Hola, ihr Wolfi. Assassinen gerufen, 35 Assassinen von 11. Okay. Gut. EP4 Rekruten, Beute 5x Lambut, 2x Kohlenstaub, 750 Geld. Neue Einheit Assassin Krähenfußbomben, Neuheit griechisches Feuerbarrikade, okay. Griechisches Feuerbarrikade. Griechische Feuerbarrikade, wenn dann. Lucianische Wachen sind ihre Feinde, sie stehen im Corner der Templer und werden bei Sichtkontakt angreifen. Ja, haben wir mittlerweile auch mitgekriegt, dass die Wachen uns bei Sichtkontakt angreifen. Und zumindest diese Wachen. Okay, damit hätten wir die Feste verteidigt und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dann. Tschüss.